Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem schon lange ersehnten und oft nachgefragten Video und zwar zu meinen Lieblingsconditionern. Ich mache die Curly Girl Routine jetzt im Dezember schon wirklich über 2 Jahre und habe schon sehr viele Produkte getestet. Meine Haare haben sich in dieser Zeit auch verändert, sie haben andere Bedürfnisse bekommen und wenn ich überlege, mit welchen Produkten ich damals angefangen habe, die schon lange dabei sind oder die alten Videos kennen, wissen, dass das eigentlich Produkte waren, die gar nicht zu meinen Haaren gepasst haben, dann bin ich froh, dass ich heute mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich weiß, was meine Haare mögen und brauchen. Deswegen auch für euch, wenn ihr die allerersten Produkte kauft, wenn ihr mit der Curly Girl oder Curly Hair Methode anfangt, müsst ihr nicht sofort das perfekte Produkt finden. Das kann wirklich ein bisschen Zeit dauern, denn jedes Haar ist unterschiedlich, jeder Wellen- und Lockentyp ist so unterschiedlich, dass selbst wenn ich euch jetzt Produkte empfehle und ihr habt einen ähnlichen Haartyp wie ich, muss das nicht heißen, dass das für euch funktioniert. Mein Haartyp ist nämlich, ich habe sowas zwischen 2A bis hin zu 2C Wellen. Das ist so unterschiedlich, je nachdem wie ich style. Mit viel Gel bin ich locker bei 2C. Aber auf keinen Fall ein 3er Lockentyp, sondern ich bin immer der wellige Typ. Wenn ich weniger mache, kann es mal 2a sein. Ich habe teilweise glatte Strähnen, ich habe teilweise richtig schöne kleine Löckchen, die rauskommen, wenn ich sie frisch gewaschen habe. Das ist komplett unterschiedlich. Ich habe Haare, die low power sind, das heißt, sie brauchen sehr viel Wärme, sie brauchen sehr viel leichte Pflege, denn sie sind sehr, sehr schnell beschwert und Conditioner bzw. Haarmasken können nur gut eindringen und wirken, wenn meine Haare warm gewaschen werden. Plus, ich habe Haare, die Feuchtigkeitsprodukte lieben, auf große Proteine in Produkten sehr empfindlich reagieren, trocken, strohig und richtig unschön werden. Aber mit ganz simplen und leichten und kleinen Proteinen, wie zum Beispiel Amino Acid, gut reagieren und damit ganz gut umgehen können und zwischendurch auch mal brauchen, denn ständig Feuchtigkeitsprodukte zu benutzen ist für die Haare auch nicht gut. Zwischendurch sollte man ihnen schon mal hin und wieder ein bisschen Proteine zuführen. Wenn ihr keine Produkte vertragt, wenn eure Haare super empfindlich bei proteinhaltigen Produkten sind, dann probiert zumindest eine Haarmaske aus, in der ihr einfach mal ein Ei dazugebt, denn das sind diese genannten Amino Acids, die wirklich ganz, ganz kleine, ähnlich Proteine sind und das alleine reicht bei mir zumeist oft schon aus, um die Haare wieder ein bisschen aufzufrischen und damit sie wieder ein bisschen mehr Stabilität bekommen. Nach dieser Einführung jetzt und einer kleinen Erklärung zu meinen Haaren kommen wir dann jetzt also endlich zu meinen Lieblingsconditionern, die jetzt nach 2 Jahren dauerhaft Einzug in meinem Badezimmer gefunden haben. Und zwar ist das vor allem ein Conditioner, den ich schon seit Anfang an einpreise, den ich seit Anfang an liebe und eine meiner Lieblingsmarken ist. Und zwar ist das Faith in Nature. Ihr werdet diesen Conditioner hier wahrscheinlich schon kennen. Ich habe ihn schon in sehr vielen Videos benutzt. Ich preise ihn immer wieder an und kann an dem einfach nichts bemängeln. Es ist ein extrem natürlicher Conditioner. Generell alle Produkte, die ich benutze, sind immer tierversuchsfrei. Das ist für mich extrem wichtig, weil viele nach Produkten fragen, die tierversuchsfrei sind bei mir. Ich gebe mir die größte Mühe und schaue immer, bevor ich was kaufe, dass es tierversuchsfrei ist. So auch dieses Produkt von dieser Marke. Soweit ich weiß, sind alle Conditioner von Faith in Nature safe. Sie sind, soweit ich weiß, auch alle proteinfrei. Und diesen hatte ich einfach von Anfang an als allerersten gekauft, hatte ihn direkt lieb gewonnen. Ich mag den Lavendelgeruch. Ich finde diese natürliche Konsistenz sehr gut. Es ist keine Farbe in dem Conditioner. Er ist sehr dünn, er ist sehr leicht auf den Haaren. Also wenn ihr Haare habt, die schnell beschwert sind, ist der wirklich ganz toll. Man kann ihn auch sehr gut für den Co-Wash benutzen. Er reinigt gut und hinterlässt keine Rückstände in den Haaren. Und wenn ich so wie heute so ein bisschen einen lazy Haarwaschtag habe, wasche ich meine Haare einfach nur mit einem Curly Girl Safe Shampoo und gebe danach diesen Conditioner in meine Haare. Und nachdem ich sie komplett gewaschen habe, gebe ich sogar eine erbsengroße Menge in die nassen Haare ein und lasse das drin, denn dieser Conditioner pflegt unfassbar gut. Er ist so unfassbar leicht, er beschwert überhaupt nicht. Und so eine Flasche von dem habe ich immer da, die ich zwischendurch wirklich sehr, sehr gerne benutze. Und natürlich werde ich euch, bevor die Frage kommt, alle Produkte, die ich euch jetzt hier nenne, unten in meiner Infobox, in der Videobeschreibungsbox verlinken, damit ihr gar nicht erst groß suchen müsst und auch wisst, wo ich sie immer kaufe. Dann kommen wir zu einem Conditioner, den ich, nachdem ich so ein bisschen Probleme mit meinen Haaren hatte, ihr werdet das Video kennen, ich hatte einen Haarschnitt, der nicht zu meinem Haartyp gepasst hat, ich hatte einen Build-up in meinen Haaren, der wirklich enorm war. Ich bin nach dieser Zeit ja auf neue Produkte umgestiegen und habe da dann die Marke Giovanni entdeckt
und bin auf diesen Conditioner hier gestoßen. Das ist der Tea Tree Triple Treat Conditioner, der, wie der Name verrät, Teebaumöl enthält. Das ist also vor allem für Haare, die dazu neigen, fettig zu werden, wirklich ein guter Conditioner. Das dazugehörige Shampoo ist auch Curly Girl Safe. Es ist etwas harsch, also vielleicht nicht für jeden Haartyp gut gedacht. Für meine schnell fettenden Haare aber wirklich super genial. Ich benutze ihn regelmäßig und liebe ihn. Dieser Conditioner hier hat eine etwas speziellere Konsistenz. Er ist etwas dicker von der Konsistenz, aber nicht dickflüssig. Also er gibt wirklich einen unfassbar guten Slip in den Haaren. Er pflegt die Haare unfassbar gut, er wäscht sich gut aus, er hinterlässt sehr viel Pflege. Und ich persönlich benutze auch, wenn ich unreine Haut habe, sehr gerne Teebaumöl. Deswegen bin ich mit dem Geruch vertraut und finde ihn nicht zu streng oder unangenehm. Und mag diesen Conditioner wirklich sehr, sehr gerne. Wie ihr sehen könnt, es ist auch nur noch die Hälfte drin. Ich kaufe ihn regelmäßig nach und liebe ihn wirklich sehr. Ist auch wieder ein sogar veganes, tierversuchsfreies Produkt mit natürlichen Inhaltsstoffen und einer recycelbaren Verpackung. Ja, ein Produkt, was ich wirklich sehr gut empfehlen kann, wenn man vor allem einen Haartyp wie ich hat. Und ich habe bisher auch nur gute Feedbacks bekommen zu diesem Conditioner, wenn ich mal nachgefragt habe. Ja, man muss einfach nur Teebaumöl mögen. Ein weiterer Conditioner, den ich sehr lieb gewonnen habe in letzter Zeit, ist der Faith in Nature Brave Botanicals Conditioner mit Kiwi. Das ist dieser hier. Ich habe auch die Sorte mit Kokosnuss ausprobiert, muss aber sagen, meine Haare fanden den viel zu schwer, haben auf diese Reichhaltigkeit an Kokosnuss im Conditioner echt nicht gut reagiert. Sie waren trocken und beschwert, den mochte ich überhaupt nicht. Aber der mit Kiwi ist wirklich fantastisch. Ich liebe den Kiwi-Geruch. Er ist auch wieder sehr schön leicht, super gut zu verteilen. Er erinnert mich sehr an den Faith in Nature Lavendel Conditioner. Er pflegt meine Haare unfassbar gut. Das ist somit einer meiner Top-Lieblinge im Moment. Und als ich jetzt heute wieder im TK Maxx war, habe ich tatsächlich noch einen gekauft, damit ich einen Vorrat habe, weil wer weiß, wann es die wieder gibt. Und ich liebe ihn wirklich sehr. Und wer Kiwi mag, wird den auch wirklich sehr, sehr lieben und wertschätzen, in der Sammlung zu haben. Wieder natürlich ein sehr, sehr natürliches Produkt, wieder tierversuchsfrei, wieder vegan. Ich kann ihn nur sehr empfehlen und er ist wirklich ein Feuchtigkeitsschenker der allerobersten Klasse. Ein weiterer Conditioner, den ich schon sehr lange im Auge hatte, mich aber wegen dem Preis von knapp 17 Euro nicht überwinden konnte, für ein anderes Video aber gekauft habe, war dann nun endlich der Jessie Curl Aloe Bar Daily Conditioner. Das ist diese Flasche hier. Den gibt es in drei verschiedenen Sorten. Einmal ohne Geruch, einmal mit Zitruslavendel und einmal nennt sich das, glaube ich, Fantasy Paradise. Das ist wohl sehr intensiv vom Geruch. Deswegen habe ich mich für Zitruslavendel entschieden. Wie schon draufsteht, ist es wirklich eine schwerelose Feuchtigkeitspflege für etwas dünnere Haare. Ich habe zwar keine dünnen Haare, habe aber empfindliche Haare, die schnell Bild abbekommen. Deswegen ist der optimal. Ich finde die Pflege von dem hier nicht ganz so stark wie zum Beispiel bei den Faith in Nature Produkten. Er wäscht sich zum Großteil, wenn ich die Haare auswasche, nach dem Shampoo und Conditioner wirklich ziemlich raus. Da bleibt nicht mehr viel Pflege zurück. Er ist aber sehr leicht. Viele haben ihn hoch gelobt, dass es der beste Conditioner überhaupt ist. Und daran sieht man einfach, nicht alles funktioniert für jeden gleichermaßen. Trotzdem ein gutes Produkt, jetzt nicht unbedingt bei meinen Top 3 dabei, aber ich finde ihn gut, ich benutze ihn hin und wieder sehr gerne. Finde jetzt aber ehrlich gesagt den Duft von Zitrus und Lavendel nicht so dezent. Den nächsten würde ich mir eventuell mal komplett ohne Geruch holen, aber die Marke Jessie Curl ist wirklich ganz fantastisch und einer mit meiner Lieblingsconditioner, wenn auch nicht so pflegend wie meine anderen. Vor kurzem habe ich mir auch einmal die Ellie K Naturals Produkte genauer angeschaut und da einmal safe Produkte rausgesucht und bin da vor allem auf eines meiner neuen Lieblinge gestoßen, und zwar der Caribbean Coconut Milk Conditioner. Hier habe ich mir jetzt auch wieder die kleine Größe gekauft, einfach um mal auszuprobieren, ob dieser Conditioner für mich taugt. Das finde ich bei Ellie K wirklich gut, auch die Haarmasken, das Haargel, die Leave-Ins, gibt es alles in klein. Ich habe, glaube ich, von dieser Caribbean Coconut oder Coconut Reihe fast alle Produkte mittlerweile ausprobiert. Ich habe das Leave-In, was ich wirklich toll finde, das nennt sich Not Today. Ich habe das Shampoo, das Kokosnuss Cream Shampoo, das ist unfassbar gut, ich liebe das wirklich. Und vor allem der Conditioner ist auch sehr schön pflegend, trotz dass er eben viel Kokosnuss enthält, was ich bei anderen Conditionern nicht gut für meine Haare finde und sie eher austrocknet und ganz, ja, ganz unangenehm macht und nicht schön.
ist der hier unfassbar feuchtigkeitsspendend. Meine Haare finden den super, super toll. Der hinterlässt sehr viel Pflege. Ich mag ihn wirklich gern. Und wenn die kleine Größe aufgebraucht ist, was jetzt schon fast der Fall ist, werde ich mir definitiv eine große Größe kaufen. Also auch einer meiner Top-Lieblinge mittlerweile für Haare, die vielleicht sonst sehr empfindlich auf Kokosnuss reagieren, kann ich den wirklich nur sehr empfehlen. Dann komme ich natürlich auch noch zu den Produkten von Coconut, die ich privat immer noch sehr, sehr gerne benutze. Mittlerweile jetzt auch noch eine andere Sorte da habe, die ich euch nochmal in einem anderen Video genauer vorstelle. Aber natürlich zählt zu meinen Lieblingen der Coconut Rich Repair Conditioner. Das ist dieses schöne Schätzchen hier, den ich jetzt auch schon zum zweiten Mal nachgekauft habe, weil ich ihn so toll finde. Er ist etwas schwerer in den Haaren. Es ist auch ein Produkt der Kategorie 3. Er kann also zu Bild abführen. Aber wenn ich den regelmäßig benutze und ich sage, ich mache sowieso einmal im Monat einen Final Wash mit Tiefenreinigungsshampoo, komme ich mit dem trotzdem sehr, sehr gut klar. Wieder ein sehr natürliches Produkt, ein tierversuchsfreies Produkt, was mir extrem wichtig ist. Ich finde den Duft, ich weiß nicht, wer von euch aus der Kindheit vielleicht noch den Duft von Handwaschpaste kennt, dieses sehr zitronige, der riecht 1:1 danach. Er ist unfassbar pflegend, er gibt den Haaren richtig viel. Er ist ein bisschen dicker auch von der Konsistenz, also ein weniger leichter Conditioner. Aber wenn man das Geld hat, er ist nämlich etwas teurer, finde ich den wirklich sehr, sehr gut und benutze ihn extrem gerne. Wie auch das Pendant für eher empfindlichere Haare, die sehr schnell ölig werden und fettig werden, gibt es auch noch von Coconut die Reihe Pure. Das ist hier der Pure Oil Hair, Oily Hair. Das wäre hier der Pure Oily Hair Conditioner, der Volumen schenken soll, der vor allem für Haare ist, die sehr schnell fettig werden. Also ich muss sagen, im Gegensatz zu dem der Rich-Reihe, ist er wesentlich leichter. Er riecht unfassbar gut. Ich finde ihn ganz toll. Ich liebe vor allem die Farbe von der Verpackung. Auch wenn das keine Rolle spielt, finde ich die wirklich schön. Ich benutze ihn sehr gerne, vor allem wenn ich merke, dass die Haare einfach wieder ein bisschen zu sehr beschwert sind. Ist der schön leicht, meine Haare fetten wirklich wesentlich langsamer, als wenn ich andere Conditioner benutze. Ich kann ihn nur sehr ans Herz legen, auch wenn der auch etwas teurer ist. Aber wenn ihr mal auf Coconut auf der Internetseite schaut, gibt es immer mal wieder Rabattaktionen und dann kann man den schon mal ausprobieren. Das Shampoo bei dem Rich wie auch dem Pure Conditioner, also die dazugehörigen Shampoos, sind natürlich auch Curly Girl Safe und auch wunderbar, um die Haare schön zu reinigen. Zu guter Letzt kommen wir dann zu einem Produkt von Sheer Moisture. Ich habe sehr lange, sehr oft, sehr viele Sheer Moisture Produkte geliebt und ausprobiert. Ich finde die Marke immer noch fantastisch. Aber mit der Zeit und auch bis hin zu meinem Build-up habe ich einfach gemerkt, dass diese Produkte meiner Meinung nach eher für wirklich dicke, lockige, schwere Haare sind, bis hin zu Haaren, die wirklich Afrohaare sind. Ich mit meinen Haaren komme damit auf Dauer nicht so gut klar. Habe jetzt wirklich gefühlt mittlerweile alle ausprobiert von Sheer Moisture, die natürlich für feuchtigkeitsliebende Haare sind. Die meisten haben Protein enthalten und auch mal Produkte, die nicht Kategorie 3, also zu Build-up neigend sind. Habe ich bisher nur einen Conditioner jetzt gefunden, den ich auch als Leave-In benutze und vor kurzem wirklich sehr überrascht von dem Ergebnis war, als ich ihn als Leave-In benutzt habe. Und zwar handelt es sich hierbei um den Sheer Moisture Leave-In or Rinse-Out Conditioner, der auch Leinsamengelöl enthält. Das ist dieser hier. Ihr habt hier wieder eine schön große Flasche, wo sehr viel Produkt enthalten ist. Man braucht davon nur super wenig, vor allem als Leave-In ist schon ein Pumpstoß fast zu viel in den nassen Haaren. Ich finde ihn aber toll, eben dadurch, dass es ein Leave-In or Rinse-Out Conditioner ist, ist er sehr leicht, trotz dass es ein Sheer Moisture Produkt ist. Er ist natürlich wieder vegan, tierversuchsfrei, enthält keine Sulfate, Paraffine, Curly Girl Safe, ein sehr tolles Produkt. Enthält Kakaobutter, rotes Palmenöl, Leinsamenöl und ist ein sehr schönes Produkt für die, die gerne mal Sheer Moisture probieren müssen und so ein bisschen damit strugglen, dass das alles einfach viel zu schwer ist und durch dieses Sheer Butter, was enthalten ist, schnell mal zu Bild abführt. Mit dem komme ich wirklich sehr, sehr gut klar und ich habe wirklich mittlerweile alle Sachen von Sheer Moisture durch, also kann ich wirklich mit Sicherheit sagen, dass der am besten ist und ich den wirklich sehr gerne in meiner Sammlung habe, aber nicht ganz so regelmäßig benutze wie die anderen Produkte. Das wäre also meine Auswahl an Produkten, die nach 2 Jahren dauerhaft in meinem Badezimmer wohnen dürfen. Wenn ihr euch alte Videos anschaut, zum Beispiel auch der feste Conditioner von Steffis Hexenküche, ist wirklich ein tolles Produkt, aber ich brauche einfach etwas bisschen reichhaltigeres.
Wenn man also ein festes Produkt sucht, ist der wirklich empfehlenswert. Nur er ist eben dadurch, dass er ein festes Produkt ist und man lange in den Händen reiben muss, lange auf den Haaren reiben muss, bis wirklich mal viel Produkt drin ist. Für mich einfach nicht das Richtige, auch wenn ich ihn sehr schön finde als Alternative. Aber die Produkte, die ihr jetzt gesehen habt, sind wirklich meine absoluten Favorites, die ich mit meinem Haartyp wirklich liebe und empfehlen kann. Ich hoffe, ich konnte euch, wie immer, mit diesem Video also weiterhelfen. Ihr habt jetzt eine kleine Auswahl an die Hand bekommen. Die Links zu allen Produkten sind unten in meiner Videobeschreibung, falls ihr sie einmal etwas genauer anschauen möchtet. Ansonsten kann ich euch noch empfehlen, wenn ihr in den Curly Girl oder Curly Hair Facebook-Gruppen drin seid und gerne noch andere Erfahrungsberichte zu den Produkten sehen möchtet, gebt einfach mal das Produkt in der Suchleiste ein und schaut, inwiefern schon dort Kommentare entstanden sind über dieses Produkt oder andere Erfahrungsberichte. Das hat mir auch immer sehr weitergeholfen, meine Produkte für mich zu entdecken, da das wirklich eine sehr individuelle Sache ist. Dann würde ich euch auch noch hier zwei weitere Videos vorschlagen zu den Shampoos, die ich bisher getestet habe und empfehlen kann für die Curly Girl Routine und meine aktuellen Lieblingsprodukte, wenn es um glycerinfreie Produkte geht. Klickt einfach mal drauf, schaut euch die Videos an, wenn es euch interessiert. Ansonsten habe ich noch unzählige weitere Videos auf meinem Kanal zur Curly Girl Routine, zu Produkten, zum Haaretönen, zum Haarefärben, zum Curlzerschnitt. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Und dann lasst mir natürlich bitte zu guter Letzt noch ein Abo da. Über einen Daumen nach oben würde ich mich auch sehr freuen. Und aktiviert natürlich auch die Glocke, um künftig keinen Upload meiner Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder zu einem weiteren Curly Girl Video. Bis ganz bald!